Hi, na, was geht? Habt ihr Bock? Wollen wir jetzt wieder hier ein bisschen Alling-Turte passen und randomisen? Yes, wollen wir. Haben wir Bock drauf? Oh, Leute, das ist so schön, mal ein komplettes Spiel ohne den Hookshot zu spielen, ne? Das macht richtig Laune. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen plattitiert. Nein. Ich überlege gerade, was brauchen wir denn für Ganon überhaupt? Brauchen wir für Ganon den Hookshot? Nein, brauchen wir nicht. Ich glaube, es gibt keine Szene, wo wir den brauchen. Wir brauchen den Flammenwerfer, den haben wir ja. Wir brauchen den Sumaria-Stab, den haben wir auch. Ansonsten alles so ein bisschen easy hier auch, ne? Habe ich schon den Big Key? Ja, wenn ich einen Big Key habe, kann ich hier den Superkristall holen und dann war's das. Dann kriege ich das alles hin. Okay. Ich versuche trotzdem mal den Raum hier rechts. Obwohl ich nicht glaube, dass da was drin ist, ne? Ja, siehst du. Ah, doch, ich schaff's. Ein Herzteil! Wup, wup! Ach, schön. Hier ist auch wieder so eine Kiste, da kommen wir aber nicht dran. Ach ja, wir müssen jetzt erstmal die komplette Wallfahrt hier machen, ne? Oh! Ja, wunderschön. Aber dass wir das alles nicht machen müssen, ne? Hey, ach so, das war unten. Oh, Leute, das ist. Das ist auch zu kompliziert für einen alten Mann wie mich hier. So. Ging das hier lang auch? Ja. Warum bin ich eigentlich nie hier? Ach so, da braucht man eigentlich einen Schlüssel, ne? So war das? Hallo! Na, falsch gelaufen? Ja, scheiße, jetzt darf ich das alles nochmal machen hier. Oh. Snail Boy. Ich habe es übrigens auf Nine-Gag gelesen. Es gab einen australischen Rugby-Spieler, der hat bei so einer Gartenparty, haben die sich ein bisschen besoffen. Und dann war Truth or Dare, also hier Wahrheit oder Pflicht angesagt. Und dann hat irgendjemand gesagt, ich wette, du frisst diese Schnecke nicht. Ja, hat er gesagt, ja, Arschlecken, ja, ich frisse wohl eine Schnecke, ne? Ja. Diese Schnecke war infiziert von einem Parasiten, so ein kleiner Wurm, sehr, sehr klein, der normalerweise in Rattenkot vorkommt, aber diese Schnecke hat Rattenkot offenbar gefressen. Und seitdem, ich weiß nicht, wie dieser Zustand sich nennt, den er gerade fährt, aber auf jeden Fall sitzt er im Rollstuhl, kann sein Gehirn nicht mehr benutzen und also Konsorten. Deswegen, Leute, wenn ihr heute irgendwas lernen wollt, dann fresst keine Schnecken. Macht es einfach nicht. Wenn doch, dann kocht die gut ab. Nein, esst einfach keine Schnecken. Warum auch? Ich meine, ich habe auch schon Schnecken gegessen. Ja, die schmecken eigentlich auch dann nichts. Das Ding ist einfach, Schnecken essen ist so ein bisschen lame. Weil wenn man die isst, dann hat man immer so eine Schneckenmische. Und die sind ja immer eingelegt in 3 Kilo Knoblauch. Das heißt, du kannst so eine Knoblauchzehe auch gerne pur essen. Von mir aus auch im Büro. So. Das ist ein schöner Raum, weil man beim Schieben immer gestört wird. Du sollst mich doch nicht stören, wenn ich in meinem Zimmer alleine schiebe. Hier weiß ich nicht mehr, was da in der Mitte war, ne? Leute, Misery Meyer ist für mich auch immer ein rotes Tuch. Ich verstehe hier einfach gar nichts. Hier war einfach. Hier war auch einfach nichts. Genau wegen solcher Sachen. Hier gibt es so viele Räume, wo einfach nichts ist. Gar nichts. Aber man macht es ja dann trotzdem aus. Was war da denn los? Aus reiner Gewohnheit. Leute, nee, heute ist Lernen angesagt. Lernen mit Maddie. Das macht immer Spaß, weil ich ja auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbringe. Zum Beispiel hier nicht stehen. Okay. Lebenserfahrung Nummer 2, die ich gerne mit euch teilen würde, ist. Wenn du diesen Dungeon machst, dann nimm bloß nochmal einen besseren Schild mit. Aber geht ja hier nicht. Ist ja nicht möglich. Blöd. Okay, das brauche ich. Für Ganon brauche ich das. Alles Geld, was ich kriegen kann, nehme ich. Oh ja, ich erinnere mich auch mit Freude an den Boss hier in diesem Dungeon. Der war schön. Das war so ein richtiges One-Hit-Wonder, ne? Der hatte so ein paar Attacken, die einen sofort umknallen können. Aber das kriegen wir hin. Wir brauchen ja, im Endeffekt brauchen wir ja noch nicht mal Magiepunkte bei ihm. Ja. Noch ein Lifehack, Leute. Heute strotze ich nur, ne? Aber ist okay. Warte mal, war hier was? Nee. Ich muss nochmal nach oben und muss nochmal einen Schalter drücken. Das ist so frech. Du denkst eigentlich, ah, guck mal, ein Schalter. Der ist zum ersten Mal da, den drücke ich mal. Den brauche ich bestimmt.
Aber was ist? Nee, den brauchst du eigentlich gar nicht, weil dann kommst du ja auch nicht mehr weiter. Wenn du ihn gedrückt hast, ist er gelitten. Genau so. Nee, Lifehack Nummer 2 ist, wenn ihr eine Wohnung sucht, ne? Niemals an der Kreuzung. Niemals. Es wird nämlich so kommen, dass an so einer scheiß Kreuzung heutzutage die Leute einfach viel zu blöd sind, weil die sitzen im Auto und dann denken sie sich, ja, ich bin ja gerade an der Ampel, da kann ich mal gucken, ob Tante Elfriede mir was auf WhatsApp geschrieben hat, ne? Und dann wird's wieder grün und dann gucken sie immer noch und fahren nicht los. Und dann wird hinter denen gehupt. Und das ist natürlich doof. Morgens bei uns ist es so, dass du da ein richtiges Hubkonzert hast. Das ist so anstrengend und belastend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die ganze Zeit. Immer. Ununterbrochen. Ich weiß auch gar nicht, wen ich mehr hassen soll. Denjenigen, der dann auf dem Smartphone sich die Sachen von Tante Jutta anguckt. Oder denjenigen, der da hupt, weil es gehört ja eigentlich im Ruhrgebiet. Hupen im Auto gehört auch zum guten Ton. Das gehört irgendwie auch dazu. So, Augengegner Nummer 50. Diese Augen machen verflucht viel Schaden. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Und wenn ich davon getroffen werde, dann kann ich mir sowieso meine eigene Krankmeldung schreiben. Ja, seht ihr, wie viel Schaden die machen? Oh! Ist natürlich witzig. Aber ich hasse diesen Gegner, ne? Das Problem bei den Augen ist, dass sie wieder zurückgesetzt werden, wenn... Ah! Ich hole mir mal das blaue Säftchen hier, ne? Dass sie wieder volle Energie haben, wenn die wieder zurückkommen. So, okay. Ah, Mann! Ich dachte, du bist jetzt schon draußen. So, das ist aber jetzt am Ende nicht schwer, aber ist okay. Ein kleiner Schlüssel! Juhu! Yay! Wup, 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 wup. Okay. Übrigens ist die Sache folgende. Ich brauche hier nicht einen 100% Run machen. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, in welcher Kiste welches Item drin ist, ne? Ah. Um einfach das mal so interessant wie möglich zu machen. Ich würde euch ja den Seed geben. Das Problem ist, dass seitdem eine neue Version rausgekommen ist und der Seed von alten Versionen für die neuen nicht mehr benutzt werden kann. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht finden wir einen Weg, das zu machen. Vielleicht mache ich ja gerne fertig und dann noch die alten Dungeons, das geht. So, ich habe nämlich jetzt erstmal Probleme mit meiner Stimmlage. Und wenn ich die gelöst habe, würde ich sagen, zack, guck mal hier. Ich mache jetzt noch eine Sache, die für mich emotional wichtig ist. Und das ist nämlich die dicke Fee zu holen. Das ist wichtig. Die dicke Fee ist zwar nicht hier in diesem Spiel mit bei, aber vielleicht macht es ja doch irgendwie Sinn, mit der dicken Fee zu reden. Ich habe noch nicht... dass man das Spiel überhaupt mit einem gewissen Seed durchspielen kann, ohne dass man... hier, sag schnell. Jetzt finde ich wieder die Wörter nicht. Ohne dass man die Flippers hat. Leute, ich bin hier gerade total konzentriert und ich merke gerade, wie mein Gehirn stirbt. Ich weiß auch nicht, was da ist. In letzter Zeit ist das eigentlich so. Ich meine, ich übersetze in letzter Zeit sehr, sehr viel und mache sehr viele mechanische Arbeiten in meinem Gehirn. Das ist wahrscheinlich das große Problem. Vermutlich sollte ich mal lieber Dr. Kawashimas Gehirnjogging machen. Oder so ein Rätselspiel hier in diesem Spiel machen. Diesem Spiel. Auf YouTube, meine ich. Das weiß ich so, Talos Principle oder so. Aber das ist ja auch ein bisschen zu viel Gelaber und Gerede. Und das Schlimme ist, wenn man so ein Rätselspiel macht, sitzt natürlich halb YouTube da vor dem Bildschirm und weiß ganz genau, was man zu machen hat. Aber der Maddy, der sitzt hier in seinem Zimmer neben seinem Hamsterkäfig und hat natürlich wieder keine Ahnung. Das ist dann die Problematik dabei. Okay, ich vergesse nämlich immer, ob ich hier getroffen werden darf oder nicht. Ich glaube nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Da wird man doch wohl getroffen werden dürfen, oder? Simpel! So, aber wenn wir jetzt hier unser Laserschwert haben, dann ist ja das alles schon nicht mehr so schlimm. Da ist alles easy. Vielleicht nicht unbedingt easy, aber leichter auf jeden Fall. Da!
Oh, das ist immer gut. Das macht am meisten Spaß, wenn man einen Bumerang hat. Einfach damit die Geschosse zu dodgen, das macht super Laune. Und zack. 3, 2, 1, wüst. Ja, schade, dass man das Ding nicht einfach zu gerne mitnehmen kann, indem man es einfach ins Wohnzimmer legt. Das wäre auch witzig, ne? Dann würde er sich das angucken und denken, oh, was ist das denn Feines? Wang! Platzt am besten sein ganzer Palast und fertig ist. Fertig ist es. Hallo! Immer Kontakt, 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 Kontakt. Das ist am wichtigsten, ne? Der Gegner ist nur glücklich, wenn er in dir drin steht. Nur dann ist er glücklich. Nur dann kann er sagen, dass er genau das getan hat, wofür Mama ihn aus ihrem Becken gepresst hat. Nur dann kann er das. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht bereit für den Frühling bin. Das ist jetzt auch bei mir gerade so phasig. Es ist ein bisschen schade, weil Frühling heißt für mich Modulabschlussprüfung. Und Modulabschlussprüfung heißt für mich... Das ist so ungefähr ist eine Modulabschlussprüfung, wie diese Steine da. Die sind einfach immer da und du kriegst sogar auf die Fresse, wenn du den Raum noch gewechselt hast. So läuft's. So ist das dann nämlich. Okay. Könnt ihr euch noch an mein Projekt Pokémon Rainbow Six erinnern? Das war so richtig cringe. Das war so richtig cringe. Ich gehe da jetzt oben rauf. Mir fehlen mindestens 20 Items dafür, ne? Aber ich bin mir sicher, dass ich das machen kann. Und es wäre natürlich so total unbefriedigend, wenn ich jetzt auch noch die letzten Dungeons machen würde und dann hinterher schwimmen können würde. Und die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich eine Kiste öffne, da eigentlich nur Luft drin ist. Moment, was brauchen wir denn noch? Was fehlt denn? Da ist der Bumerang, der fehlt. Den kriege ich hier in der schweren Version des Randomizers sowieso nicht. Dann ist da der Burnerstab, der fehlt. Was ist da oben noch? Hookshot. Ja. Was noch? Warte mal. Bumerang, Burnerstab, Hookshot. Einer fehlt. Ach, ist mir doch egal. Ach so, Buch von Mudora. Genau, das fehlt noch. Das ist natürlich Quatsch hier. Wir können gerne den Turm der Hera nochmal machen. Aber... Warum heißt das eigentlich Herasturm? Warum? Ist die Pups unterwegs? Nee. Yay! Und ich kann die ganzen Kisten hier in diesem Blödsinn auch nicht aufmachen. Ich kann gar nichts machen hier. Oh, jawohl. Ist aber schön, wie schnell Misery Meyer ging, ne? Das ist eigentlich auch kein Dungeon, der so besonders lange dauert. Es ist jetzt nicht dieser Eispalast hier. Das ist was anderes. Ich komme auch gar nicht auf diese ganzen englischen Namen davon da. Klar, Swamp Palace hätte ich ja eigentlich erst gedacht, das wäre Misery Meyer, ne? Weil das ja offenbar in irgendeinem Sumpf ist. Aber, Leute, weit gefehlt. Da muss ich unbedingt meine Wissenskenntnisse noch ein bisschen überarbeiten. So, auf geht's! Open! Ah. Yeah! Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Hookshot nicht brauche für diesen Dungeon. Ich brauche das. Den Enterhaken brauche ich. Warum sag ich mal Hookshot? Das klingt irgendwie... Das klingt so wie dieser eine League of Legends Kommentator, Quickshot. An den muss ich dabei auch immer denken, wenn ich das sage. Hookshot, Quickshot, beam about. Hier brauche ich, für den Raum da links brauche ich einen Hookshot. Das ist einfach Phase, Leute. Dafür brauche ich das. Oder kann ich das mit dem Pegasus-Stiefeln auch noch machen? Ich komme da oben nicht hin. Aber ich kann da unten. Das geht. Das geht! Ah, wenn man denn nicht runterfällt, dann sollte das eigentlich gehen. Ach komm, Maddie, das ist... Das ist doch wohl der Wahnsinn! Aha. Schaffe ich das hier auch?
Ja. Ho! Siehst du mal. Und dann sagt ihr immer, der Medic kann nichts. Hallo! Jetzt gib mir mal eine gute Truhe. Gib gut. Da ist nichts drin gewesen, ne? Und ich habe dafür einen Schlüssel eingetauscht. Das ist so frech. Das ist so verdammt frech. Ach ja. Ich hab's vergessen. Reicht das? Reicht das? Ja, es reicht. Es reicht, es reicht, es reicht. Okay. Das reicht auch. Wunderbar. Tada. Anders hätte ich es auch irgendwie an der Stelle auch nicht akzeptiert, ne? Also wenn da jetzt kein Schlüssel drin gewesen wäre, wäre ich schon ein Stück weit sauer geworden. Okay, brauche ich hier einen Hookshot? Ich weiß es nicht! Also, mir deucht gerade so ein bisschen, dass ich den Hookshot in diesem Dungeon kriege. Ja, geil. Kann ich nie machen. Tolle Wurst. Dann gehen wir eben mal rechts lang. Das soll ja auch funktionieren. Mein ganzer Desktop ist voll mit irgendwelchen Dateien, wo ich Texte übersetzt habe, ne? Und das ist immer so viel. Ich will nicht mehr. Hi. Ach, hier zwei Kisten? War ich schon immer hier? Ja. Na. Maddie, weißt du eigentlich gar nichts mehr? Nee. Ach komm. Das ist doch wohl, Leute, das ist doch wohl der Schwachsinn schlechthin. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht akzeptieren möchte an dieser Stelle. So, hier könnte ich theoretisch, aber mache ich nicht. Ich wechsle schon mal auf den Flammenwerfer, weil ich jetzt gleich ein paar Zombies wegflümpfen muss. Und diesen Kobold hier. Okay. Frage, war hier irgendwas? Nee, ne? Ich muss einfach nur diese Jungs hier verhauen. Und krieg dafür gar nichts. Aha. Kein Riss in der Wand. Kein gar nichts. Bums. Okay. So. Und hier jetzt. Das ist mein Lieblingsraum im ganzen Spiel. Ah, dreh dich doch, du fetter Kater! So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Raum nochmal machen muss. Aber dann muss ich nicht nach unten hin. Ja, ich muss das mit der Bombe machen, leidlicherweise, denn ich habe keine Magiepunkte mehr. Die habe ich alle ausgegeben. Für Schnaps. Das ist so unglaublich. Wie geht das denn jetzt? Ich will auch nicht nochmal nach oben hin, weil dann nämlich die Hand auf mich wartet. So, viermal schießen darf ich noch. Freunde! Okay, jetzt der letzte Versuch hier. Ne, jetzt kommt der letzte Versuch. Das war vielleicht ein bisschen zu... Ja! Yeah, boy! Oh, Leute, das hat geklappt. Ja, wir wollen unser Glück nicht strapazieren. Beim nächsten Mal machen wir weiter.